Hi und willkommen zu einem kleinen Let's Play. Good Game Big Farm. Das kann ich leider nicht irgendwie übertragen. Sowas dazu habe ich leider nicht. Ich kaufe mir jetzt hier erstmal eine Dekoration farbenblauen Blumen. Das ist eine Qualität 6 Dekoration. Die kaufe ich mir jetzt. So. So, jetzt können wir die Deko, die wir gerade gekauft haben, testen. Hier. Im Zwischenlager. Ne, ich weiß, das ist nicht gute Qualität jetzt. So, das schwankt ein bisschen hin und her. Jetzt öffnen wir ein paar mysteriöse Kisten. Aber naja, besser kann ich das jetzt ja nicht machen. Leider. Und ja. So, jetzt haben wir noch 14 normal mysteriöse Kisten. Oh, 300 Gold, das ist sehr gut. Das ist nicht so gut. Ist auch nicht. Oh, nice. Schon 600 Gold. Das ist eigentlich gute Ausbeute für. Oh, 900 Gold. Das ist. Boah, das ist richtig nice. Können gleich nochmal Gold produzieren. Der Gewinn, glaube ich, 2000 aus. Ich kriege dann 4000 wieder. Der Gewinn, meint, glaube ich, nur 2000. Hier leider nichts Besonderes. Jetzt haben wir noch mysteriöse Goldkisten. Das sind die besten, die man bekommen kann, glaube ich. Es gibt auch eine andere Art, da weiß ich aber nicht ganz genau, was der Unterschied ist. So. Die Goldhosen sagten sehr gut. Das ist auch nicht sehr gut. Nee, das ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber naja. Wir probieren mal das hier aus. Das ist Pfad mit Blumen. Oder sind die ganzen Belohnungen schon? Ja. Keine Ahnung, wie lange dieses Let's Play jetzt werden wird. Weil ich nenne es dann Hashtag 1. Ja. So, die Dekoration ist jetzt fertig. Bekommen wir dafür Erfahrungspunkte. Wenn man genug hat, dann erreicht man also das nächste Level. Es gibt auch sowas wie einen Clan. Hier gibt es Bündnisse in diesem Spiel. Und ja, jetzt produzieren wir jetzt nochmal Futter. So. Also jetzt erst produzieren, weil es gerade so eine Art Quest gibt. Aber das können die Leute aus meinem Bündnis auch machen. Das machen die dann morgen, glaube ich. Alles fertig. Lass ich mir ein bisschen helfen. Weil ich muss jetzt das Dings Futter produzieren, weil. Ja, weil ich davon jetzt so viel habe, von dem Zeugs hier. Wenn man jetzt genug Weizen hat, kann man damit halt hier in der Mühle das Futter produzieren. Das Hühnerfutter kann man mit, wenn man Mais sieht, produzieren. Das Schweinefutter mit Kohl und das Kuhfutter mit Weizen. Weizen dauert 6 Stunden, Kohl 45 Minuten und Mais 5 Minuten. Ich spiele das Spiel schon seit 2 bis 3 Jahren. Den Account habe ich ja noch nicht ganz so lange. Den alten habe ich aber aufgegeben, weil. Ja, ich bin es hier am weitesten und darum behalte ich den jetzt hier. So, hier ist noch eine Apfelplantage. Da geben wir es auch wieder Zeugs dazu, sag ich mal. Hier haben wir eine. Kirschplantage. Das ist kein normales, das ist eine Fassade. Die kann man auch hinzufügen und kaufen. Hier ist eine Winterfassade. Die kostet, glaube ich, 189.000 Gold. Ich finde, die sieht richtig nice aus. Ist aber viel zu teuer. Keine Ahnung, wie viel Geld man dafür ausgeben müsste. Das wäre so über. Das ist natürlich viel zu teuer. Die ganz normale kann ich jetzt nicht zeigen. Doch, das ist die ganz normale. Das ist die nächste Stufe. So, geben wir jetzt hier nochmal Zeugs dazu. Hier noch die ganzen Ställe abernten. Und natürlich verkaufen. Da bekommt man ja genug Dollar, kann wieder was Besonderes machen oder ausbauen oder was auch immer. Die meisten habe ich jetzt ja auf Level 4. Level 4. Ja, Level 4. Eine mit Level 5, das ist der hier.
Digga, habe ich Level 4. Den Rest habe ich Level 5. So. Da habe ich jetzt Level 4, ja genau. So. Jetzt wieder produzieren lassen. Ich finde so schlecht, dass sieht das gar nicht aus, also die Qualität. Die wieder nicht so lange werden. Sie muss ich auch wieder zusammenfügen mit der App DU-Recorder. Kann sein, dass ich die gar nicht mehr habe. Naja, ich muss wieder mal runterladen, falls ich die nicht mehr habe. Und dann lade ich das hier auf meinen Kanal runter. Wie es auch sehen wird gleich. Oder gerade, oh, was rede ich hier für ein Zeug? So, hier ist ein Komposter, da kann man halt Humus produzieren, ja, aber die maximale Menge kann man hier hinzufügen. Das ist halt, bekommt man halt mehr, hier, wo ich gerade Weizen produziere, mehr Weizen bekomme ich dann. Plus 50%. Mach ich jetzt mal nicht. Ich spare mir die jetzt gerade noch. Hier kann man halt von irgendwelchen Leuten was kaufen. Die ja in der Farm kommen und glaube, das war's jetzt auch für dieses kleine Video. Der zweite Teil kommt auch bald. Hier kann ich auch Kameradpunkte kaufen. Macht das leider nicht mehr. Okay, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.